Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kirby und willkommen zurück zum neuen Part Kaizo Mario Galaxy 2. Es geht weiter in Welt 5 und wir düsen direkt zu der Heiß-Kalt-Galaxie. Heiß-Kalt-Galaxie. Launischer Prinz Picantos. Alles klar. Ich sehe schon, was hier geändert wurde. Hallo, Malsen! Nein! Nein! Ach du heilige Kacke. Also das war ja mal so schlecht. Ja, wow, jetzt werde ich noch von dem Ding getroffen, Mann. Nein! 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 Mario, was soll das? Was soll das? Ich bin gerade auf der Lava gelaufen. Ha! Was war das? Mario, skate! What the fuck? What the fuck? Mann! Erstmal diese scheiß Dinger da, die fucken mich ja so ab, ne? Digga. Endlich mal Checkpoint. Ah, ich wusste gar nicht, dass man hier die Plattform einfach entfernen kann. Ja, die kommen hinten safe da hinten. Nee, das ist die Chip Area. Nein. Ich habe keinen Bock auf den jetzt eigentlich. Nee, ich will erst den normalen Stern machen, bitte. Ach, da ist die Kometenmünze. Okay. Sollte ja recht einfach sein eigentlich. Ja, außer Mario dreht sich dabei. Dann halt nicht, ne? Ja, so geht's natürlich auch, ne? Nein, 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 nein. Sehr gut. Auf zum Herr Picantos.
What the fuck? Hä? Der flambiert trotzdem noch den Boden, obwohl man das nicht sehen kann. Ja, fuck. Bam 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 bam. Der ist nicht mittig. Yes, boah. Ey, ist So, dann machen wir mal die Gym Challenge. Ich sehe euch in der Röhre. Wieso mache ich das? Mario! Komm schon! Nein! Ich bin auf Lava gelaufen. Ach du Kacke! Okay, hi. Okay, durch die kann ich einfach durchrollen, alles klar. Hä? Was? First try? Einfach first try? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe einfach gerade erstmal so auf Spaß so, ja, guck mal, was kommt so. Ich werde hier 10 Jahre wieder sitzen. Und auf einmal schaffe ich das First Try? What the fuck? So, machen wir mal in Bowser Schwerkraftparcours die Kometenmission. Ist, soweit ich weiß, ein Speedrun. Beeilung ohne Fehler! Schwerkraftdebakel! Habe ich richtig Bock drauf. Nicht. Ich werde sowas von sterben, das sage ich euch jetzt schon. Ach! Und dann noch Risikokomet. Ja, moin. Also Mario, was soll das denn? Fuck you, Mann. Wieso ist das so? Ich krieg unbedingt da dieser scheiß Feuerball. Feuerball. Wieso war mir das klar, dass er genau dann kommt, wenn ich da gerade losspringe dann?
Fuck you! Mann, deswegen hasse ich die. Warum? Ja, und wenn ich dann da wirble, dann komme ich nicht mal ein Millimeter vom Fleck. Du kannst dich keinen einzigen Millimeter bewegen, wenn du da mit deinem Rückwärtssalto und dem Wirbler reinkommst, dann kannst du dich nicht einen Millimeter bewegen, das ist doch einfach nicht mehr spaßig. Na 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 na. Der ist doch behindert, der Typ. Na, da muss ich doch durch wahrscheinlich. Ach du Gott. Seit wann steht der denn da? Nein! Du siehst halt nicht, du siehst nicht. Ja! Diagnose Autismus. Daumen war gerade richtig scheiße auf dem Joystick. Ich wollte doch gar nicht hier drauf! Okay, nice. Also der Timer ist ja wirklich sau nett gehalten. Also der ist so easy. Aber wir gehen lieber in die Schlingersandgalaxie. Machen da den Risikokomet. Der Sandolm lässt nicht locker. Ist halt das ganze Level mit Risikokomet. Oder gibt's noch auf Zeit? Wenn es noch auf Zeit ist, dann. Yes. Nö, keine Zeit. Okay, perfekt. Sollte machbar sein. Ich bin lost. Na, na, na.
Mir fällt halt jetzt erstmal auf, wie schön hier der Hintergrund ist. Wirklich, als ob hier eine Wüste unter uns ist, so. Das wäre noch nie aufgefallen. Och nein, ich muss die Dinger wieder anzünden. Ah, alles klar, what the fuck. Nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Ja. Oh yeah. Bum 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 bum. Ich habe keinen Zeitdruck, alles gut. Bam, let's go. First try den Boss, let's go. Da scheint immer noch keine Ahnung, ob das jetzt noch treibsam ist oder nicht. Warte ich noch mal kurz. Yay. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, so gerne ein Like da und vielleicht sogar ein Abo. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.